auch schon voll lange. Ja, guck mal, jetzt sind wir doch fast da. Aber ich hätte immer jetzt im Auto gefahren. Ich will eine Weile mit dem Auto. Es leckt voll komisch, der Helikopter. Zippelt so komisch. Mal Dynamit runterschmeißen. Immer muss ich die Arbeit machen. Sehr gut. So, kein Auto, kein Auto. Endlich laufen. Naja, es sind 100 Meter. Ich habe jetzt extra ein bisschen abseits positioniert. Das Problem ist, ich habe meine Waffe vorhin verloren. Ich habe schon wieder keinen Schein. Brauchst du nicht. Ach, guck mal. Das ist ein Cheeseburger-Laden. Gut. Ah, du weißt auch, ja, du kannst auch die Autos sabotieren, gell? Kannst du denen nämlich zum Beispiel die Bremse kappen? Dann rollen die einfach weg. Beeilung, bevor sie anfangen zu stinken. Fangzentrum. Was Insekten aus dem Posten. Das kann nur gut werden. Wenn wir jetzt hier eine lag bei dem gerade eine Waffe, dann kann ich dir eine Sniper mit dem Charlie schenken. Hatte der hier gerade eine Waffe, der Typ? Ja, Achtung, schon. Nein, nicht töten. Doch nur einer hinten drin. Ja, ich bin getötet. Hier liegt eine Waffe. Wo? Ist denn hier? Hier. Perfekt. Mit dem? Wer hatte denn die grandiose Idee, den Vater ins Gefängnis zu stecken? Ich. Niemand ist mehr sicher. Also, du musst doch immer mit den Typen immer reden, weil die bringt dann immer irgendwie welche Infos. Er versteckt sich in den Wäldern. Vielleicht kannst du nachsehen, ob er Hilfe braucht. Was ist denn? Wollen wir uns erstmal um den Außenposten kümmern? Ich glaube auch. Jetzt hast du ja wenigstens erstmal einen Charlie am Start. Ich geh mal da rein. Ja, das ist eine Erhöhung. Da. Ich markiere das mal. Ich bin unterwegs. Okay. Darf ich erst mal hier? Ich gebe dem Typen mal, den kannst du auch Befehle geben, wenn der hier mitläuft. Ich komm dir hinterher. Na Gott sei Dank sind hier wieder Alarmdinger. Ja, aber diesmal kann ich sie ausschießen. Ein Sniper habe ich schon mal markiert. Da ist ein VIP-Typen. Muss nur bei den VIP-Typen aufpassen, weil die halt sterben nicht direkt. Die haben auf jeden Fall auch einen Rolf. Dafür entschuldigen, dass ich dabei geholfen habe, den Menschen von Skate Unrecht anzutun. Ich wollte nie, dass all das passiert. Ich wurde unter Vortäuschung falscher Tatsachen hierher gelassen.
Soll ich mal anfangen? Ich weiß noch nicht mit wem. Ich hätte jetzt mal mit dem vor uns links. Ja. Der gerade hochklettert, oder was? Ja. Na dann, wenn er stehen bleibt. Und das war's. Verstärkung ist auf dem Weg! Kreiset den Vater! Da kann man die Dinger auch nicht ausschießen. Treff die nicht. Okay. So entdeckt haben sie mich zumindest noch nicht. Ich schon. Schön, dich gekannt zu haben! Oh, ich bin noch tot. Vielleicht kommt mich der Kollege holen. Glaube ja, oder? Ja, er kommt. Oh, was ist das für ein Hund? Aber das sah so anders aus. Oh. Wegfliegen. Mit MG. Ich hab ein MG, ein LMG. Schießt den. Ich hab ihn. Mal sagen, das war's. Ja, den hab ich gerade. Ich hoffe, unser Kollege ist tot. Lebt ihn gerade mal. Ja, ich wurde mir die. Mit dem Raketenwerfer. Der ist schon wieder tot. Und schon wieder tot. Ja, ich geh mal da rein, die Alarm. Okay, so dann brennt's wieder da. Das war's. Und ich habe in meinem Inventar an. Ich hoffe, dass wenigstens die Waffen gespeichert bleiben. Ja, die bleiben glaube ich gespeichert. Please do not feed animals. Zumindest hatte jetzt einen Flammenwerfer aufgehoben letztes Mal und einen Raketenwerfer und die waren auch dann im Inventar drin. Notwendiges, verfügbare Anpassungsmenü. Gute Arbeit, Deputy. Die Sekte wird im Fangzentrum keine Judges mehr abrichten können. Die haben ihre Lektion hoffentlich gelernt. Wo sitzt der Bär? Wer sich mit uns anlegt, hat nichts zu lachen. Die Fowler-Brüder werden sich freuen, ihre Einrichtung zurückzubekommen. Trophäe, Befreier. Sieh mal nach, ob sie Hilfe brauchen, okay? Gibt's hier Schönes? Da könnten sich noch ein paar verängstigte Tiere rumtreiben. Unterwegs, gib mir Deckung! Krabbel mal hier das Loch lang. Ah, siehst du, hier immer auch so ist Loch reingekommen. Ah, okay.
verängstigte Tier ist bestimmt der Bär. Ja gut, ich komm, ich mach ihn auf. Unterwegs! Diese Scheiße geht nicht mehr ab. Wo denn? Ach hier. Hier ist eine Notiz. Die Geschichte von Cheeseburger den Bären. Oh ja, 40 Silberbarren sind da drin, cool. Hier war nur 1400 Geld drin. Komm schon! Hier ist auf jeden Fall auch ein Waffenschaft jetzt. Scheiße, nicht wegzukriegen. Cheeseburger der Bär. Was geht? Du bist ein Augenschmaus. Das soll dir auch noch. Hier kann ich in irgendein Gehege. Hier ist ein Bär. Okay. Ist aber tot. Der ist aber tot. Ach man, ist ja doof, dass er tot ist. Irgendwo war das Symbol, war doch aber hier gewesen von dem, oder? Zumindest ein Bärensymbol. Oh, hier packt auch ein Helikopter und ein Auto, das ist doch schon sehr gut. Sehr interessant. Ja, wenn das hier nicht passend ist, irgendwie. Der wird hier irgendwo sein. Ach, hier ist irgendwas Verschlossenes, zum Beispiel schon mal. So ein Drecksack! Oh, hier ist ein Spielautomat. Hey, ist da jemand? Hier kannst du interagieren, Far Cry Cage Spielautomat. Ich bin hier irgendein verschlossenes Dingens aufgemacht. Das habe ich vorhin auch schon gesucht. Das Far Cry Arcade kannst du überall spielen, das kannst du auch im Menü spielen. Das sieht doch nach Cheeseburger aus. Oh, den Ball kaputt gemacht. Ist nicht sehr nett von dir. Ja, der riesen Cheeseburger. Check ich nicht. Hätte doch passt. Vielleicht müssen wir in der Story-Mission vorankommen. Keine Ahnung. Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen. Aber ich glaube, Cheeseburger läuft noch frei rum. Ah, siehst du? Cheeseburger läuft noch frei rum. Hat er nämlich gerade gesagt. Das hat er gerade im Menü gesagt hier. Ich habe nämlich gerade die Karte geöffnet und er gesagt, Cheeseburger läuft noch frei rum. Cheeseburger. Ja, hast recht. Cheeseburger läuft noch vor rum. Ah, wo komme ich hier raus? Hier. Müssen wir den wahrscheinlich suchen. Wahrscheinlich. Oder irgendwen. Ah, hier ist eine Mission. Euer Charakter entdeckt Wadeflow. Wahrscheinlich ist das das. Red danke, dass du das Fangzentrum zurückerobert hast. Auch wenn die Tiere jetzt weg sind. Bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abbringt. Leg das sofort hin. Es sei denn, du willst unbedingt sterben. Hey. Hey, da bist du ja. Also, wo war ich? Bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe hat auch so ein tolles Bären-T-Shirt an. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt. Um die Gefangenen. Du brauchst einen Bären. Wirf Cheeseburger ein paar Lachse hin und er wird zutraulicher. Ah, erreiche die Angelstelle. Dann wird er zutraulich. Und wieder ein weiterer Nagel. Hier. Dann gucken wir doch mal. Ich will gerade noch mal in die Waffenkammer gehen. Ja, geh mal. Ich geh mal hier angeln. Ich bin sofort da. Ja, kein Stress. Ich nehme mal hier so ein Auto. Warte doch, ich komme gerade mit. Ich will nur die Waffe wieder ausrüsten, muss ich nicht wieder in dieser ätzenden. Was ist jetzt mit dem Hayopai?
Ja, du. Ich fahr doch einfach so weit aus dem Weg hin. Was macht der da? So weit. Weiß ich nicht. 500 Meter. Würde ich jetzt nicht laufen. Bin ich faul. Bäume. Ich glaube, ich habe das Auto versenkt. Aber ich tue dich hier. Oh. Bin unterwegs. Gott sei Dank. So. Ich hab halt noch keine Angel. Aber wahrscheinlich liegt da jetzt eklig eine. Ja, wahrscheinlich. Jetzt auch in irgendeinem Truckstop habe ich irgendwo eine gefunden gehabt. Ja, hier ist ein Boot. Ich bin da hoch. Und reingespielt. Nice. Okay, Gas. Endlich schön Schuss. Und ach ne, hier ist ein Waffenstock. Kann hier wahrscheinlich. Eine Angel. Hier liegt aber eine Angel auf dem Steg. Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Mach mal das. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Da musst du so ein bisschen einholen. Ein. So, ich hab deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Da musst du R1 drücken und dann. Kennst du das? So, bring jemandem das Angeln bei, dann nervst du ihn. So, ich hab einen Königslachs gefangen. Hey, falls du den Lachs schon hast, ich hab gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero. Packen wir den jetzt rein. Ach, hallo. Automatisch. Das war wirklich mein schlimmster Albtraum. Und ein Vorteilspunkt. Ich habe deine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Nee. Ach, das war ein bisschen zu weit. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Lopp. Endlich der Angelsimulator. Du, ich habe eine Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Du kannst ja voll verschiedene Fische fangen. Ich glaube, es gibt auch eine Trophy, wenn du alle Fische fängst oder so. Kennst du das Sprichwort? Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs ganze Leben. Komm. Ach, hallo. Hast du einen Moment? Guter Fang! Ich habe jetzt 3 Fische. Ah, ich habe 2. Ich glaube, das reicht auch. Hat er jetzt gesagt, irgendwo wurde der. Lektion fürs Leben. Bist du interessiert? Irgendwo soll der jetzt sein. Siehst du, das ist doch gleich noch eine Angel. Bring jemandem das Angeln bei, dann nährst du ihn fürs Ganze. Wohin? Das wird doch in der Wurft immer blockiert.
Ist auch direkt ein Flug. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle. Da ist der Shampoo, das ist gelb, ja. Ja, das ist recht. Ja, da ist ein riesen Cheeseburger. Wollen Boot fahren? Ja, das ist am Fluss. Dann volle Kraft voraus, Kapitän. Feindkontakt! Gott. Da kommen wir nicht hoch. Komm überall durch. Oh Gott. Stark. Okay. Ah, hier kannst du den Haken wieder. Oder? Wirft man den da hoch? Irgendwie, also bei mir mit Viereck war irgendwie. Den irgendwo auch gerade gesehen. Hier, so, auf der Höhe. Ach ja, hier. Das ist auch voll cool gemacht mit dem Klettern. Ja, die haben irgendwie aus dem Fahrkeil und ein bisschen, finde ich, nach dem Motto, ihr Lieblingswissen. Was ich auch so gern gespielt habe, was du mir mal geliehen hast. Berlin. Iceland irgendwas. Iceland? Ah, hier, du meinst dieses mit diesem Mittel da oder was? Nee, hier ist ein Jetski. Hören. Greife an! Ich schau, jetzt da drüber kommst. Stark. Der war stark. Wo auch immer wir hier sind, da ist ein Quad. Bin unterwegs. Da ist ein Bär. Kultist, da drüben. So ein feindlicher. Oh Gott, was ist das? Grizzlybär ist das sogar. Ja, ich bin dabei, los geht's! Perfekt, die Zeit kommt! Oh, ich hab's doppelt viel gemacht. Nice. Ja, runter, du Penner. Wenn das stirb. Ein Scherz ist! Gut, bei. Lass ihn einfach liegen. Ja. Oh, wie viele denn noch? Hilf mir! Bitte! Hilf mir bitte! Tschüss! Hilf mir bitte, tschüss. Jetski-Freund. Nein, ich wegfahren. Aber ich treffe. Jetzt. Oh cool, ich hab Kopfsprung gemacht. Kopfsprung gemacht. Juhu!
Grizzly. Ja, ich muss bestimmt den Köder irgendwie ausrüsten, oder? Sein. Finde Cheeseburger. Ja, hoffentlich. Hier, ich höre ihn. Da. Du hörst ihn? Gib Grizzly einen Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Der knuffige kleine Kerl. Ah, da kommt ein Video, okay. Komm, nimm den Fisch. Der knuffige kleine Kerl. Will ich nicht. Er ist ein kleiner Bär, ein kleiner Kuschelbär. Hey, streichel den kleinen Bären. Ist der süß? Juhu. Geil. Nicht mehr der blöde Puma. Hindere die Sekte daran, Cheeseburger zu fangen. Niemals tritt ihr den. Fangt den Bären für den Vater! Fangt den Bären für den Vater. Das ist ein VIP, oh, der Bär hat direkt den VIP-Typenblatt. Nicht reiten, leider. Ah, scheiß Spiel. Falls du abgehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Ja, man kann ihn streicheln. Daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern, weil er Diabetes hat. Weil er nicht mit Cheeseburgern füttern, weil er Diabetes hat. Ich liebe ihn, ich muss ihn nochmal streicheln. Guck mal, wie knuffig der ist. Nee, im Spiel. Deputy, ich hab gehört, dass du der hat dich abgeschleckt. Ich hab's genau gesehen. Ja, der steht auf mich. Ich will den Bären. Achso, der Bär folgt uns jetzt schon. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Wie geht man dem Cheeseburger? Gar nicht, du kannst den nur mit Fisch füttern. Ja, aber ich hab's doch im Video gesehen, da kannst du dir einen Cheeseburger geben. Hast du irgendwo einen... Wie hast du den Fisch ausgerüstet? Indem du L2 oder L1 drückst und hast unten Köder. Dann schmeißt du das dann wie eine Granate. Vorhin kamen da irgendwelche anderen Tiere angerannt. Ja, ich höre auch schon. Oh, da ist ein Puma. Tier. Ich glaube, der rennt einmal weg vor dem. Ja, die kannst du ja auch schmeißen, wenn du irgendwo im Kampf bist. Da kommen dann immer wild Tiere angerannt. Das ist dann erst mit Blünder, ich jetzt die ganzen Tiere. Geht nicht. Blöd. So, siehst du, jetzt haben wir auch den Cheeseburger gerettet. So, jetzt gucke ich erstmal nach Vorteilen. Ich habe 6 Vorteilspunkte. Ja, und für, also bei 8 kannst du dann 2 oder 2 Hauptwaffen haben. Ich habe 5. Sicher nicht so gelohnt. Cheeseburger kommt nach Verletzung schneller zurück. Das will ich machen. Hm? Was denn?
Ich hab mir noch den Wingsuit geholt. Nett mich Abschleppwagenfahrer Josef. Hier tolles. Ich habe 2 Vorteilspunkte bekommen dafür, dass ich den nicht befreit hast. Nur mit den MPs getötet habe. Was? Darf mich nicht fressen? Darf mich nicht fressen. Okay. Was? Dschungel? Oh, den Vogel abknallen. Wow. Herr im Himmel! Mach dir mein Ende! Du bist ein guter Soldat, danke. Du bist ein guter Soldat, danke. Und er rennt weg. Okay. Laufen wir weiter durch den Wald. Oder willst du weiter Truck fahren? Ich will weiter Truck fahren. Fahr mal los. Ich bleib auf der Ladefläche stehen. Ja? Dann? Ja. Viel Spaß hinten auf der Ladefläche. Ich hab irgendwie festgefahren. Wo hinten drauf? Heute Tiertransport. Oh Gott! Wow! Wow! Wir haben uns Freunde entdeckt. Ja, Scheibe kaputt. Ja, wenn die mir entgegenkommen und einfach nur radikal sind. Ja, da fahren wir mal ein bisschen. Aber was ist denn hier? Oh, du bist runtergefallen. Ja, bleib drauf, ich komme mit dem anderen Auto hinter. Hinter dir. Entschuldigen Zivilisten, hab ich da gar nicht. Ja, Zivilisten. Aber ich hab Zivilist gerettet. War auch cool, wenn du nach. Aber wenn du nach. Oh, ich entferne mich zum Beispiel von dir. Oh, hier ist ein Bogen. Bogen. Aber wenn du nach hinten guckst. Ja, wenn du nach hinten guckst, dann lenkt er auch automatisch auf der Straße entlang, gell? Wer frisst? L2. Ich glaube, ich stehe auf dem Bär. War das? Muss mal reparieren. Wirfst du ja mit Granaten mittlerweile schon wieder. Kannst du meinen auch reparieren? Jo.
Muss er den Schweißbrenner holen. Lass mich, ich quatsch hier mal voll. Ich repariere so lange mal unseren Konvoi. Geht ja endlich der Besuch. Ich hab ihn einen Schlag überfallen. Mit dem hier eigentlich. Ein paar Naturschützer sitzen hier in der Falle. Sie haben keine Chance rauszukommen. Geh doch mal rüber und hilf ihnen. Ich nehme den anderen. Okay, da muss ich den aber nochmal reparieren. Ich weiß nicht wie. Okay, ist fertig. Wir sind die Truckfahrer-Gang. Was sind die? Ach, da. Manu, gerade repariert, schon wieder Scheibe kaputt. Ja. Keine Ahnung, wo wir lang fahren, aber wir fahren einfach hin. Also wenn du nach hinten guckst, bleib doch auf der Straße alleine, gell? Oh Gott. Guck mal, Sprungbär. Ja, gestern hatten wir auch so eine Szene, waren wir in diesem komischen Lager. Dann habe ich auch versehen wieder den einen Polizisten angeschossen. Und er dreht sich einfach um und er schießt einfach mal irgendwelche Leute, die verletzt auf der Liege liegen. Einfach mal umgebracht. Und ich so, okay. Jetzt war er wild. Mal kurz alle. Ich bin fast tot. Mit dem Knüppel erstmal hier ran, Assi. Stirb. Ich trete den hier in die Ecke rein. Ah, ich repariere. Fahr los. So, jetzt nicht. Was den Bär überfahren quasi. Oh, was gibt's hier Tolles? Gibt's hier irgendwas Tolles? Den von hinten Blatt. Voll, was ist mit dem Bär? Das ist bestimmt wieder. Ja, das ist bestimmt wieder geschossen. Und den Zivilist auch. Ich dachte, das wäre ein Freund. Dein Feind. Wie läuft's? Im Ernst. Danke, Deputy. Ich hoffe, du suchst keinen Ärger. Ich will den Bus fahren. Glück bin ich nicht dieser, ja, der ist doch immer hingeplopst, ne? Ja, gerade die Hölle durch. Du bist fest, hey, in meinem Herzen. Der Bus? Ne, der Bär. Was gibt's hier Tolles oben? Ah. Ein kaputtes Haus. Hier ist ein Typ mit Flammenwerfer. Weiß nicht. Nicht gesehen. Wir machen hier schon wieder Hexenverbrennung, die Freunde. Tot. Oh, ich brenne. Ja, deswegen, der Funktyp ist besser. Ja, du kannst auch deine Brandwunden, wenn du 3 gedrückt hältst, glaube ich, ausmachen. Hol dir mal den Flammenwerfer von dem Typen. Da hast du den nämlich gleich freigeschaltet. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Dachte. Da, der Flammenwerfer-Typ. Ach ne, hier liegt er. Oder? Ja, aber die Waffe nicht. Blöd. Tja, Assi.
was mit Dying Light irgendwie. Zombies rumtreten. Hast du ihn? HD-Gamer, wie teuer ist das Spiel? Ja, ganz normal. Ach, das ist ja gar nicht mehr da. Ja, du musst immer aufpassen, du kannst ja auch voll die ganzen Dinge anzünden. Jetzt mal hier auf die Wiese zünden. Zünd mal die Wiese an, das ist witzig. Leichenverbrennung. Leichenverbrennung. Ey, du hast die halbe Wiese schon wieder abgefackelt hier. Auch mehr Feuer, ist zu wenig. Du kannst auch Tiere anzünden, die rennen dann weg irgendwo im Wald und zünden einfach alles an, wo die lang rennen. Hier brennt's überall, oh Gott. Ich merke schon, du bist auch so ein kleiner Pyromane hier. Endlich brenne ich wieder. Stimmt mit dir nicht. Oh, der Flammenwerfer ist leer. Komisch. Das wohl kommt. Ah, Gott sei Dank hast du auch die Bäume angezündet. Und den Bär. Oh nein, Stroker. Voll. Pyroman, der Bär ist tot. Hey, der Bär ist den Berg runtergekullert. Ist ein cooler Bär. Ein Brandbär. Ist auch ganz dunkel. Hm? Der ist ganz dunkel. Dein Bruder rastet aus. Fackelt alles ab hier. Ja. Ja, den Bär. Jetzt guck dir den Bär an, wie der aussieht hier. Und jetzt sieht er wieder normal aus. Gerade war er ganz dunkel. Verkühl dich nicht. Ja. Was ist denn noch so? Flammenwerfer-Typ. Ich soll dir gute Nacht sagen, Herr Paul. Na, lass dich was auf, der Flammenwerfer-Typ explodiert gleich. Ja. Plopp. Und jetzt hat Boom gemacht. Scheiße. Gut. Wollt ich brennen? Ich bin tot. Aus den Zivilisten da hinten drin saß getötet. Na, ist er endlich leer. Wie viele Vorteilspunkte?